Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's wieder, euer History Badger. Ich begrüße euch nach einer wöchigen Pause zurück zu Girls Frontline. Ich habe ja angekündigt, bin ja jetzt bei meiner Mutter. Werde nicht jedes Mal einen Let's Play aufnehmen. Diese Woche oder letzte Woche habe ich es nicht gemacht. Ich werde gucken, ob ich diese Woche es jeden Tag die normalen Tageszeiten auch mache. Wir starten schon mal vorab. Wie ihr seht, Hintergrund, es hat sich wieder was geändert. Es ist was neu hinzugekommen. Wie gesagt, ein neues Update und neues Event. Und noch etwas, wenn ihr urplötzlich ein Schnurren hört, dann ist gerade eine Katze direkt an meinen Kopf und kuschelt mit meinem Headset. Ja, das machen die, die kuscheln mit allem. Und wenn ich auf einmal so ein, ja, nicht ein Aufschrei, aber so ein Schmerzensgeräusch mache, dann liegt es daran, dass die beim Kuscheln eben ihre Krallen ausfahren und ja, diese Krallen dann tief in mein Bein reinhauen. Ja, gut, nicht tief, aber in mein Bein reinhauen, weil die sich da beim Kuscheln oder wenn die auf mich liegen, meinen sich abstützen zu müssen. Und das tut dann eben weh. Kann, glaube ich, jeder bestätigen, der auch selbst eine Katze besitzt. So, das Event zeige ich euch mal, werden wir aber auch nicht mitmachen, dafür sind wir noch nicht stark genug. Aber da gucke ich gerade, dass ich mit meinem Handy-Account sehr stark mitmache. Das ist hier die Cup Operation. Man hat hier sogar die Möglichkeit, das G28 zu bekommen. Das ist wirklich ein Gewehr, das nur bei Events stattfindet. Ihr seht schon, hier braucht man, schon hierfür braucht man eine Stärke von 2000. Ist viel. Hier sind es 4000 und da sind es, glaube ich, 6000. Muss ich mal auf mein Handy-Account gucken. Jedenfalls, bei dem dritten kann man dann das G28 schnappen und ja. Ja, ja, ja. So, Event. Dies Duel, genau, die TLC-50. Amerikanische Scharfschützengewehr habe ich mir beim Handy-Account auch geholt. Ist hier gerade der Stecker? Oh doch, da ist richtig dran. Okay. So, dann wollen wir mal. Ne, hier. Cop Operation. Ist hier nicht vorhanden, die ich da auch bekommen habe, oder ist sie gelöscht worden? Jedenfalls, wir gucken jetzt mal weiter, natürlich auch weiter hoch zu stufen. Ist ja zum Glück nicht mehr so warm wie die letzten Tage, boah, da war es ja unerträglich. Jedenfalls. Heute ist Erfahrung für also Base Data Dateien zu ergattern. Die krallen wir uns natürlich. Ich mach mal den Ton doch etwas lauter. Nee, schaffen die wieder nicht. Aber gut, ist ja auch nicht schlimm.
Die Punkte kriege ich trotzdem, zwar nicht alle, aber schon ein paar. Und es war schon einigermaßen knapp. Ja. Stimmt, ich wollte ja eigentlich. Ja, ich wollte, wenn ich die ganzen Sachen und Voraussetzungen habe, die MK48, nein, keine Voraussetzung, machen wir hier irgendwas, nope. Dann machen wir erstmal hier in der Kampagne weiter. Machen wir in der Kampagne weiter. Chapter 2 2.5 vollständig. Denn die MK48 ist zwar von den Amerikanern benutztes Maschinengewehr, wird auch teilweise oder wird auch dort hergestellt, kommt aber ursprünglich aus Belgien, ist eine Ableitung der Minimi, und die Minimi, gut, die Belgier benutzen es glaube ich nicht, die Japaner benutzen es, das weiß ich. Das ziemlich starkes Maschinengewehr hier. Habe ich auch nicht auf meinem Handy-Account. Da bin ich der auch die ganze Zeit hinterhergegangen. Besitze zwar so ein Rechner für sowas, der die Ressourcen errechnet, wie viel man, wie viele Anläufe man. Oh, ich habe vergessen, mein Handy zu reparieren. Nicht gut. Nicht gut. Jedenfalls errechnet es in der Ansatz in Prozenten, wie lange es braucht, so und so viel Duels dieser und dieser Seltenheitsstufe zu bekommen. Ne? Es errechnet jetzt nicht exakt genau, dass es genau diese Waffe ist. Sowas gibt es einfach nicht, aber ist schon sehr nützlich und hilfreich. Und das errechnet dann auch die Ressourcen, wie viele gebraucht werden. So, hier brauchen wir nur zur Ober. Okay, da werde ich dann auch mal mein anderes Team reinschicken. Einfach nur zum Erobern natürlich. Ja, schick mir mal rein. Oh, da hat jemand schon. Boah, das ist irgendwie fies. Ich habe immer noch keine Fee erwerben können. Und da gibt es schon jemand, der das macht. Das ist fies. Das ist fies. Dabei
benutze ich fast nur noch ausschließlich die schwere Produktion. Ja, wie ihr sehen könnt, das Team ist einfach nur Spitze geworden, ne? Ja. G3 ist auf nicht auf der ganz gänzlich höchsten Stufe, aber es ist Level 90, ne? Mit Level 90 weiß man schon, man hat's. Man hat's. Egal was man gemacht hat, man hat's. Keine Maus. Beide sind auch sehr verschmust, sehr zutraulich. Nee, nein, ich brauche meine Hände. Ich brauche meine Hände. Ich muss hier arbeiten. Du kriegst auch schon viele Streiche. Ja, brauchst mich nicht anzugucken. Du kriegst schon sehr viele Streicheinheiten von mir. Unerhört. Da ist es ja nicht rot, die danach repariert werden. Da. Okay. Okay, MP5 ist auch bei einer Level 20, das heißt, dass sie auch demnächst dann Zusatzausrüstung bekommen kann. Das gefällt mir. Daumen nach oben dafür auf jeden Fall. Ihr macht sowas auch. Daumen nach oben für dieses Video. Wenn ihr schon sowas hier seht, Daumen nach oben. Macht es einfach. Einfach machen. Nicht fragen, machen. Ja, aber dieses Team, das geht einfach nur ab. Sehr zufrieden mit. Und wenn man damit zufrieden, selbst zufrieden ist, ist es auch am besten. Eine Schnipsel. Deutlich schneller.
mich dann nach die beiden, genau. Also dieses Gebiet auch schon mal komplett erobert. Ich muss auf jeden Fall schon dorthin gehen. Ich weiß nicht, ob das andere Team es auch schafft, auf Position zu kommen. Wenn nicht, ich werde es auch ein bisschen hinauszögern mit Absicht, vollkommener Absicht. So, fertig mit der Mission, fertig aus, raus, gehen alle ab nach Haus und Feierabend. Jo. Zufrieden. Auch zufrieden, Katze? Ich denke mal, ne? Jetzt aber erstmal reparieren wieder. Nur MP5. Stimmt, die anderen habe ich ja schon im Felder repariert. Trotzdem. Also mit Trotzdem meine ich mich sehr. Heute haben wir die M4. Ich glaube, ich werde auch noch ein Tilo dann Echolon so erstellen, wie es Echolons auch in der Geschichte im Manga sind. Stimmt. Batterien einsammeln auf jeden Fall, Herzchen einsammeln, weil Batterien können wir ja mittlerweile schon ausreichend alle einsammeln. Zwar jetzt nicht mehr so schlicht, ne, aber es ist immer noch nicht so zugepackt und voll, und das ist doch gut. Zugepackt, das ist deutlich für mich zugepackt. Zu wenig. Auch zu wenig. Alter, spielen die genauso wenig wie ich? Schlicht. Simpel, schlicht. Gut, das hier, ne, dieses... könnte man immer noch wegtun, aber... der Hintergrund passt. Alter, der spielt überhaupt nicht. Der spielt genauso wenig. Gucke ich auch mal jetzt, ob ich nicht noch mehr Leutchens bekommen habe. Anfragen. Ja. 3 Stück. Das gefällt mir.
So, dann direkt mal zurück, direkt in die nächste Mission. Termination. Da haben wir die Chance, eine FMG 9. Das ist gleich eine amerikanische Waffe. SMG. Werden wir jetzt nicht sehen, aber wir werden sehen. Boah, ich glaube, die Katzen werden gleich sowas von aufspringen, wenn die den Wecker klingen hören. Da bin ich sowas von sicher. Ja. Genau, das ist die Mission, wo wir M4A1 bekommen. Sie ist der Hauptgegner hier, Executioner, Ausführer oder Henker, könnte man das mit übersetzen. Ich denke, Henker ist da passender. Anlabern nicht viel. Die Musik passt auf jeden Fall. Da ist es. Normal laufe ich immer von hier entlang, weil ich die Mission schon habe. Von hier nach da und dann nach da oben. Oder auch teilweise hier nach oben. Wir werden uns hier aber Zeit lassen, denn wir wollen hier schließlich schon mal Gold abschrauben. Karabiner 98 hängt alle anderen ab. Das gefällt mir. Sagen die mir jetzt gar nichts mehr? Ihr habt nichts gehört. Was ich gerade gemacht habe. So, ich greife mit diesem Eklon diese Gegner jetzt auch an und gehe danach nach dem Kampf einen Schritt zurück. Um
Gegner dort zu hindern, an meine Basis ranzukommen. Sehr schön. Zwei Level aufstehen. So, wie viele Runden haben wir jetzt nochmal? Oh Gott. 5 Runden, 8 Gegner, wir haben derzeit 3 und sind bei Runde 2. Oh, das ist Feen, boah, Idiot. Im Shop kann man sich nämlich so einen Platz für Feen kaufen. Das muss man erstmal machen, um dann wirklich eine Fee produzieren zu können. Ich mach mal ein bisschen Hohlkopf, kommst dann selber auf deine eigene Haftigkeit. Allmählich echt mal gucken, was ich die da verlinke. Das geht mir gerade ziemlich gegen den Strich. Der Plan funktioniert nicht. Daraus nehmen wir. Macht das Team stärker. Toll. Das nimmt auch nichts bei dem Arsch auf. Guck, dass du MP5 endlich auf den Links. Allgemein die ganzen Teams viel stärker machst. Guck, dass du endlich mal MG5 bekommst. Super. Allgemein MG bekommst. Aber hab ich nicht geschaut. Kann ich jetzt sowieso knicken, Gold. Deswegen müssen wir abbrechen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Das ist einfach. Ja, Terminate. Das erste Mal. Früher oder später passiert sowas. Einfach immer nicht davor ärgern lassen. Reparieren. Mal gucken.
gestern haben sich gar nicht erschrocken. Das wundert mich jetzt. Okay, ich repariere noch, verteile die Aufgaben, gucke noch, dass ich ein Maschinengewehr bekomme. Und verabschiede euch dann. Ja, verabscheuen tue ich euch auch. Ne? Ja, dann verabschiede ich mich auch. Komisch, Katzen haben echt nicht. Gut, so laut war der Wecker jetzt auch nicht, ne? Aber ich dachte, die würden schon so ein bisschen gucken, ne? Was war das denn jetzt? Aber nein, die eine, die putzt sich hier. Die letzte bescheuerte. Das machen wir Katzen immer. Oder oft. Negev. Einfach mal die Negev einhauen. So. Jedes Team kriegt jetzt noch Maschinengewehr. Scheiß drauf. Scheiß auch hier in dem Moment auf die Nationalität der Maschinengewehre. Ich brauche Maschinengewehre. Okay. Das war's, checken. Wow, denn wie ihr seht, jetzt die Stärke dank des Maschinengewehrs ist gestiegen. Geil. Das ist mehr als geil. So, dann sag ich mal Schuss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich gucke mal, ob ich diese Woche noch, also morgen und übermorgen auch noch von Girls Frontline, ob ich auch am Wochenende von den Zwergen mache. Ich denke mal, ja. Denkt daran, dem Video bitte einen Daumen nach oben zu geben, weil das zeigt mir auf jeden Fall, dass diese Arbeit hier nicht umsonst ist. Und abonnieren nicht vergessen, das ist wie immer frei. Mit Ausnahme, dass ihr es machen müsst. Aber frei in dem Sinne, es kostet euch nichts. Einfach nur auf den Abonnieren-Knopf drücken und wenn ihr schon dabei seid, dann auch auf die Benachrichtigungsglocke. Das ist, wenn ihr den Abonnier-Knopf schon betätigt habt, ist da eine Glocke. Das ist die Benachrichtigungsglocke. So, mal einfach erklärt für. Nicht für Dummen, aber für diejenigen, die das nicht wissen. Und dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Wie gesagt, ich werde jetzt gucken, ob ich das überhaupt nicht auch dazu Lust habe. Wie immer hängt es ja auch schließlich an meiner Laune ab. Schreibt mir aber auch bitte in den Kommentaren. Und was könntet ihr da reinschreiben? Ihr könntet da zum Beispiel Kritik reinschreiben,
Wünsche, sofern ich diese dann auch erfüllen kann, natürlich. Ideen oder auch einfach nur Top-Video, Top-YouTuber oder was weiß ich noch, müsst ihr schreiben, ne? Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es noch einen schönen Tag. Die Wochen werden ja jetzt warm, es ist Sommer und deswegen macht immer das Schönste draus, auch wenn es mal regnet. Ciao, ciao.